Ja, den Schlüssel, wo du hast, den haben wir beide auch bekommen. Und ja. Mit diesem Schlüssel konnten wir dieses Tor öffnen. Warte mal, wie kann man sich irgendwie nochmal zurückdepinnen oder so? Weiß ich nicht. Nicht, dass ich... Wenn du dich ausloggst, dann kommst du wieder zurück. Oh, also kommst du quasi vor dem Punkt, wo du quasi in dieses Dungeon gehst. Ja. So, warte. So. Die haben das normal. Das ist aber seltsam. Mann. Erst die eine Quest, die merkwürdig bei dir verlief, dann die hier. Das ist echt seltsam. So. Ich bin wieder im Dungeon. Mhm. Dann, wenn du quasi die zwei, die da bewusstlos liegen, umdrehst, dann läuft so ein Typi auf dich zu. Von dem kriegst du den Schlüssel. Nee, hier sind immer noch keine. Wir sind alle weg bei mir. Dann versuch nochmal, ob du den, das vielleicht jetzt öffnen kannst. Hab ich schon, geht nicht. Hä? Das Problem ist, wenn es jetzt komplett verbuggt ist, im Spiel weiter. Was? Du hast dich gerade angehört wie ein Roboter. Test, Test immer noch? Nee, jetzt ist besser. Okay, das Problem ist, wenn er halt nicht. Wenn er diese Quest nicht machen kann, dann kommt er auch im ganzen Spiel nicht weiter. Ja, ich weiß. Weiter. So, ja. Gut. Ist aber trotzdem scheiße wegen Tyrox. Mhm. Ah ja, ich krieg dort schon hin. Und die war tot. Irgendwie hat hier keiner wirklich Loot. Warte, weil du... Ey? Da ist das Tor. Das! Wen brauche ich denn da vorne? Bei mir hat bis jetzt auch nur noch irgendwie zwei Leute Loot gehabt. Ja. Hier rennt jener mit einem Besen auf den Rücken rum. Ernsthaft? Ja,
Das ist kein gültiges Ziel. Läuft bei denen. Ja, weil ich habe jetzt hinten schon den Gutswachhauptmann. Und der hat eine Truhe. Geh grad zu dem. Das Problem ist, dass ich gerade von vier anderen Leuten gesehen wurde. Und dem. Deswegen immer schön am Rand langlaufen und langsam. Dann hast du das Glück, dass du. Bin ich ja. Von eben getaggt wirst. Ich bin am Rand langsam. Und irgendwie war ich doch irgendwie nicht. Ja, so, jetzt habe ich wieder einen Schlüssel bekommen. Verlies-Türschlüssel. Ja, das ist dann für die andere Tür. Aber merkwürdig bei Tyrox. Was aber vielleicht hätte es sein können, dass der Schlüssel für was für ein anderes Dungeon war, den er nicht eingelöst hat und man nicht mehrere Schlüssel in einem haben kann. Das kann auch sein, aber das wäre ja auch beschissen. Ja. Wenn man gleich mehrere Sachen, also mehrere Quests auf immer machen will. Ja. Bei näherem Hinblick erkennt ihr ein magisches Muster darauf. Es öffnet offensichtlich scheinbar nicht mehr zwei Probe oder den Würfel. Offensichtlich scheinen nicht mehr als zwei Murmel. Ach, ist mein Inventar? Null. Kannst dir aber so eine Erweiterung für 2000 kaufen. Ja, das habe ich bei Tyrox vorhin gesehen. Reicht immer noch nicht. Musst du vielleicht was entfernen oder verkaufen? Verkaufen kannst du in einem Dungeon leider nichts. Nee, ich schieb jetzt mal einiges runter in den Würfel 2. Alles so, was ich gerade nicht wirklich brauche. Für was ist der Verband eigentlich gut? Für die Verbandheilung. Gesundheit. Für so eine Fähigkeit. 2, 4, 6. So, jetzt versuche ich das nochmal. Ne, das ist was ganz anderes. Offensichtlich scheinen nicht mehr als zwei Murmel in den Würfel zu passen. Ah, so ein Würfel für die Ding. Da hast du ja... Bist jetzt da, wo du diesen komischen Dings da umgehauen hast, oder? Genau. Stimmt, da steht noch eine Truhe. Ja. Wird verwendet. Vielleicht sollte ich sie öffnen. Gegenstand mit großer Kraft. Interessant. Explosivperle. Immer noch. Hä? Oh. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Tyrox hat auch das Problem, dass er nie weiterkommt. Wir haben das Problem, dass wir nicht weiterkommen. Ich hab's aufgekriegt. Was hast du gemacht? Ich hab die ganze mal verwendet. Rechtsklick, was, oder? Ich hab draufgeklickt. Ja. Dann wird's verwendet. Dann kam bei mir so ein Text. Ja, es dann ist, soll warte, ich es sie ist, öffnen. Es ist eine alte Holzkiste. Bei näherem Hinblick erkennt man ein magisches Muster drauf. Da drin muss ich etwas Besonderes finden. Vielleicht sollte ich sie öffnen. So, klicke ich an, dann steht da, offensichtlich scheinen nicht mehr als zwei Murmel in den Würfel zu passen. Irgendetwas ist immer. Bei mir wurde angezeigt, dass irgendwas mit großer Kraft ich jetzt bekommen hatte. Mehr nicht. Hast du vielleicht schon irgendwie eine Murmel im Inventar? Wie sieht denn das aus, eine Murmel? Es ist so... alles, was so kreisförmig ist, außer diese Klinge. Steht da irgendwas mit Perle dran? Ich habe eine Explosivperle. Das ist die. Die habe ich auch bekommen.
Aber die ist nicht aus der Kiste, die ist ja noch zu. Hä? Das hab ich nämlich aus der Kiste bekommen. Okay. Weil, Nein. Hä? Du öffnest ja die Kiste, dann solltest du vielleicht etwas also öffnen, dann ist irgendwas ist immer. Ja. Soweit bin ich auch, du hast die Perle, hast diese Perle aus der Kiste bekommen. Okay, hat die bei dir immer noch so eine Partikel nach oben werfend? Ja. Okay. Gut, dann hauen wir noch die zwei hier hinten um. Du bist jetzt bestimmt auch so weit, dass du zum Robsten kommst. Ich könnte jetzt zum Robsten, ja. Ja, dann wollen wir da noch reingehen? Können wir machen. Gut. Robson ist tot. Toll. Euer Herz fühlt sich gleich mal mit Zorn und Traurigkeit. Erledigt Kaliga, um Robson zu rächen. Deswegen ist das auch so groß. Weil die ganze Map ist ja bei mir aufgedeckt. Ja, bei mir auch. Bei dir ist es auch bei Kaligas Schatzkammer hinten so ein blauer Punkt, oder? Weiß ich nicht. Ich hab grad gegen mehrere Fehler gekämpft. Bist du da hochgelaufen? Ja, die Treppen. Boah, diese Fehlermäuse nerven, Mann. Oh, ich bin tot. Oh lol, hä? Du warst schon angeschlagen. Ja, gar nicht mitgekriegt. Mich kriegen die Fledermäuse auch auf Half-Life down. Rückkehr zum Start. Rettung von Blumas Besitz. Naja, ich. Oh, ernsthaft, ich bin komplett am Ende. Am Anfang. Ja, das ist das Nervige. Da war Tyrox Foch auch. Gut. Dann... Ja. Ist das scheiße. Ja. Gut, dann werde ich meine Aufnahme jetzt hier beenden und dann offscreen bis dahin wieder weiterspielen.